Und damit herzlich willkommen zurück zu Mad Games Tycoon im Schwierigkeitsgrad legendär. Ich hab den Faden verloren, was ich sagen wollte. Begrüße euch und wir haben jetzt hier unser erstes Spiel immer noch in Entwicklung. Und hoffen, dass es was Gutes wird. Updaten jetzt gleich nochmal die Engine. Mit den beiden 32-Bit-Funktionen. Hier einmal Grafik, einmal Sound. Wahrscheinlich wird gleich noch 32-Bit Musik reinkommen. Und da ist wieder ein Auftrag, das ist gut, den nehmen wir auch noch mit. Und damit wir dann gleich auch unsere unsere Spiel gut weiterprogrammieren können, werden wir jetzt gleich mal gucken, ob wir Personal kriegen, was ordentlich ist, aber wie ihr seht, ist es immer noch der gleiche. Ich habe ja auch keine Pause gemacht. So. Super, nochmal ein Engine verkauft, damit kriegen wir gleich wieder Asche. So lobe ich mir das, so mag ich das, so liebe ich das. Ja, neuer Kopierschutz. Vielleicht haben wir ja das Glück und wir kriegen jetzt gleich die Chance, den Kopierschutz mal zu ergattern. Indem wir das Spiel mehr als 10.000 Mal verkaufen und das wäre natürlich schon super. Dann, habe ich den Faden verloren wieder. Dann haben wir halt in der nächsten Chance, nächsten Mal auch die Funktion, die den Kopierschutz zu verfügen. Und ich denke mal, dadurch, dass wir halt auch länger Zeit kein richtiges Spiel programmiert haben, ist der Kopierschutz jetzt auch schon etwas weiter ausgereift. Und irgendwann, mal gucken wir mal, kann ich natürlich jetzt also nicht reingucken. Schade. Schade, schade. Na gut, dann müssen wir wohl erst die Freischaltung machen und dann können wir reingucken. Hier, 214.000. Lobe ich mir immer gern gesehen. Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich sowieso. Ich bedanke mich bei Triple Fine, glaube ich, war es. Und mache jetzt mal hier etwas langsamer. So, Features haben wir keine mehr. Gut. Dann machen wir mal ganz kurz ein Update der Engine auf die Engine 8, damit das einfacher ist. Wir fügen hier 2% Sätzchen hinzu und nehmen, wow, lecko funny, ey. Seht ihr das? 80.000, 180.000. Aber sie müssen rein. So, die fügen wir hinzu. Wir nehmen jetzt hier mal 17%, beziehungsweise ich sag mal 18%. Ich gehe jetzt mal ein Risiko ein. Ich nehme 18% jetzt. Also normalerweise auf einem legendären Schwierigkeitsgrad müsste es auch gehen. Ich denke mal, auf einem schweren Schwierigkeitsgrad habe ich mit 21% immer gute gut gefahren. Man kann da auch 29% durchaus nehmen, später, wenn die Engine voll ausgestattet ist. Man kann auch mehr nehmen, aber ich weiß nicht, ob es dann auf den Verkauf der Engine irgendwie eine Auswirkung hat. Ja, weil ich kaufe wieder eine Engine zu Dumpingpreisen, wo ich weniger zahlen muss, als dass ich dann eine Engine kaufe, wo ich dann sage, ja, die ist aber trotzdem teuer. Natürlich, wenn sie mit 10% noch immer drunter liegt, ja, also zu 50%, mit 40% wäre es immer noch drunter, aber es ist trotzdem so, dass ich mir denke, na, 40%, dann nehme ich doch lieber eine andere, die ich vielleicht schon habe, bevor ich wieder eine neue kaufe, beispielsweise. So, wieder 214.000, sehr schön. Die Engine wird programmiert, wahrscheinlich kommt jetzt gleich wieder ein Auftrag rein, aber ich hoffe, wir kriegen den rechtzeitig durch. Und wir sehen, ne, von den Werten, ich muss ja nichts zu sagen, oder? Personal erstellen, wir gucken. Was haben wir? Echtzeitstrategie, Parallax-Scrolling und einen Mülleimer will er haben. Der ist auch ein bisschen besser, schon Level 3. Aber nee, tut mir leid, machen wir nicht. Und da ist ein Auftrag, aber ich kann ja eh gerade nicht machen. Aber das schaffen wir, bis der Auftrag weg ist. Das dauert ein bisschen und in der Zeit haben wir hier ruckzuck die Engine 8 durch. Seht ihr, zack, Auftrag, 15.000, nehmen wir mit, nehmen wir dankend mit. Ich werde jetzt hier pauschal schon mal einfach anfangen und Performance erforschen, nochmal 210.000, super. Jetzt rollt der Rubel, jetzt kommt das Geld in die Kasse, jetzt geht die Luzi richtig ab hier. Gucken, ob wir einen Auftrag, oh, da sind wieder neue. Der hat eine scheiß Grafik. Den nehmen wir nicht, oder sie besser gesagt, nehmen wir nicht. Da müsste ich auch im Aufenthaltsraum was hinstellen. Das auch, den könnten wir natürlich noch hinsetzen, das wäre kein Problem.
Strategie. Ja, ist das nicht unbedingt das, was wir brauchen. Und für ihn brauchen wir wieder ein Klo. Nein, also tut mir leid, machen wir nicht. Da, perfektionierte 3D-Engine. Ich hab's geahnt. Ich habe es geahnt. Dieses Feature werden wir nochmal entwickeln und da hat wieder jemand meine Lizenz erworben. Sehr schön. Die perfektionierte 3D-Engine werden wir aber auch noch einprogrammieren gleich. Immer mal zwischenzeitlich nach den Leuten gucken. Wir sehen jetzt schon, glaube ich, wieder... Ne, ist nicht einer weniger geworden, sind nur noch 4. Es waren ja auch gerade noch 4. Da ist die Musik in 32-Bit. Ja, ihr seht, das sind jetzt hier die letzten Schritte der Engine, um die Engine perfekt zu kriegen. Ich glaube, bis 2010 kommt dann noch irgendwo eine Erfahrung, sag ich schon, eine Entwicklung. Und danach ist auch Schluss, was das angeht. So, wir werden jetzt noch die perfektionierte 3D-Engine und die Musik erforschen. Und die werden wir auch in diese Engine mit reinpacken. Wieder in Auftrag, sehr gut. So, nur Kleingeld. Aber auch Kleingeld macht halt Mist. Ja, Kleinvieh macht Mist, heißt es hier besser gesagt. Und wieder ein Auftrag. Ich habe damals schon gesagt im Livestream, ich glaube, die Aufträge kommen immer dann, wenn man sie gar nicht gebrauchen kann. Nämlich, wenn man zu wenig Personal hat und mitten im Programmieren ist. Wenn du nichts machst, oh, seht ihr das? Seht ihr das mit 18% hier? 407.000. Jetzt geht die Luzi ab hier. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's richtig los. 150.000 nochmal. Aber es ist Kleingeld. Mal gucken, was wir uns wieder andrehen wollen hier. Nee, Triple Fine. Können wir knicken. 5 Millionen wollen sie dafür haben, dass ich das veröffentliche. Und dann nur 28% Gewinnbeteiligung. Nix da, könnt ihr vergessen. So, Prost sag ich nochmal. Na toll, in dem Moment, wo ich natürlich was in der Hand habe, kommt der nächste Auftrag rein. Das ist ja immer so, ihr kennt es ja nicht anders. So, jetzt aber weiter. Jetzt nochmal Prost. Und es war so klar. Mitten im Trinken kommt der nächste Auftrag rein. Das gibt's da nicht. Naja, komm. Bitte schon. So, sehr schön. Wieder rüberziehen. Personal gucken. Wir sehen, wir haben hier ein Aufbauspiel. Ja, mit Video-Zwischensequenzen. Und der Rest ist noch alt. Und der Mauritius, oder Mauritius, wie auch immer es sein soll. Ja, tut mir leid, aber... Nee, der passt mir nicht. Zwischensequenzen haben wir sowieso nicht drin, glaube ich. Und das Aufbauspiel, nee. Komm, lassen wir. Dann wollen sie sich andrehen. Boah, ihr seid doch echt bescheuert. Und eine verkaufte Lizenz. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube noch eine, wenn mich nicht irre. Mal zwei verkaufte Lizenzen, oder? Irre ich mich jetzt. Naja, gucken wir mal. Ja, und ich weiß, die Eisbit und noch eine verkaufte Lizenz. Super. Super, da kriegen wir auf jeden Fall mächtig Asche. Und wir haben hier Super Runner. Ich wusste gar nicht, dass auch diese Effekte kommen können, während wir das gar nicht programmieren. Aber das freut mich natürlich, denn wir haben jetzt ein Plus auf Game Design bekommen. Game Design war richtig. Ne, Gameplay. Hier ist ja das Design, ist ja woanders. Auf Gameplay bekommen. Wir haben jetzt hier keine Forschungen mehr verfügbar. Werden jetzt hier unsere Engine auf 8 Plus nochmal updaten. Die Kosten sind 180.000. Ihr seht schon, Sound ist günstiger. Und die Engine natürlich auch. So, machen wir. Gehen dann jetzt aber hier auf 20% rauf und ich denke mal, das kann ich mir erlauben. Und damit haben wir dann eine Chance, dass wir da mal richtig dick Asche kriegen. Noch eine verkaufte Engine. Sehr schön. Gut, die kann ich jetzt nicht machen. Da müssen wir eben warten, bis du durch bist. Ich hoffe, dass es auch zeitlich passt. Und auch mit 18%, seht ihr, kann man ein Scheißspiel programmieren und kriegt nur Kleingeld. Aber ich sag mal so, besser als nichts, ne? Auch die 90.000 sind immer... Gut, zwei Updates habe ich, zwei Aufträge habe ich und ich hoffe, dass ich die auch beide noch durchkriege. Komm, hau das Ding fertig jetzt hier, jetzt reckt er sich nochmal. Ne, einer ist weg.
Schade, schon wieder, aber da kannst du halt nichts machen. Gut, der Kleine ist noch da. Okay, dann, ne, die Forschung mache ich jetzt nicht von der Steuerung. Ich mache jetzt hier weiter. Gucken wir nochmal nach Personal. Oha! 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 Interaktiver Film bringt mir jetzt zwar nichts, aber ich werde diesen später benötigen für das Motion Capturing. Und ich bin gewollt, ihn einzustellen, wenn ich diesen denn hier irgendwo hinstellen kann. Ja, ich kann ihn hinstellen. Kann ja dummerweise nur an... das ist jetzt doof. Kann ihn nicht in die Ecke stellen. Wenn ich ihn da hinstelle, kann ich ihn aber... Kann ich hier noch einen Schreibtisch hinstellen. Das müsste also gehen. Dann habe ich zumindest auch eine Sitzgelegenheit. Was mich da 5000... Aber ich stelle ihn jetzt ein. Wisst ihr das? Ich stelle ihn jetzt ein. Und was machst du? Du erforscht mir hier erstmal, damit du dich jetzt ein bisschen verbesserst, die Steuerung. Das bringt ihn, glaube ich, mehr was im Programmieren. Boah, 300.000 nochmal, sehr gut. Und da kommt noch mehr rein. Nein, es macht auch die anderen Sachen, die Grafik gut. Klasse. Jetzt kann ich Run auch weiter programmieren lassen an dem Spiel. Und den, den Herren Dave, den werde ich dann auch, Dave Praben, werde ich dann auch mal für die Aufträge da gleich engagieren. Nochmal 330 oder 360.000. Sehr gut. Nochmal 350.000. Sehr gut. Jetzt geht die Luzi hier richtig ab. Wir haben 2,5 Millionen. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Damit werde ich dann gucken, dass ich hier die Sachen alle durchhaue. User Interface. Dann alles auf dieses Spiel. Noch eine Lizenz verkauft. Mit 20% jetzt. Wir haben ja Asche und wir sehen, wir haben einen Auftrag. Dieser wird jetzt hier von mir ausgeführt oder von ihm ausgeführt. Das bringt dir dann noch ein bisschen was in Grafik hoch und im Sound hoch. Das hier eh schon lernt, aber naja. Da will er sich hinsetzen auf seinem Stuhl. Soll er machen. Noch eine verkaufte Lizenz. Und noch eine Auftragsarbeit. Die nehmen wir natürlich auch mit für ihn hier. Musik komponieren. Kann nie schaden. Ist immer gut. Boah, 731.000. Leck mich. Jetzt kommt hier Asche rein. Und ich glaube, wir werden jetzt auch bald umziehen. Dementsprechend werde ich sicher auch keinen weiteren Stuhl mehr oder so reinsetzen oder irgendwas machen oder keinen Schreibtisch mehr reinsetzen. Oh, 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 ich dussel. Da habe ich vergessen, den Jungen rüberzuziehen. Aber das macht nichts. Noch eine Lizenz verkauft. Sehr gut. Alles wieder ein Schrottspiel für uns. Ja, sage ich doch. Können wir knicken. Sonstiges erforschen. Die Sprites sind hier für Grafikdesign und ab hier, wo ist es denn? Realistische Soundeffekte beginnt dann das die Soundverbesserung. Ich werde hier jetzt aber erstmal nur alles ins Gameplay reinsetzen. Damit wir hier das Gameplay gleich noch verbessern können. 400.000 nochmal. Sehr schön. Ich glaube, der Knackpunkt ist da, wo wir sagen können, wir haben es geschafft. Mal gucken nach Personal. Vielleicht will dann auch jemand zu mir stoßen, wer brauchbar ist. Ne, im Moment ist keiner brauchbar. Heißt ja nichts. Kann ja noch kommen. Wieder ein Spiel. Überzogen teuer. Könnt ihr knicken, Jungs. Machen wir auf keinen Fall mit. So, ihr seht schon, wenn ich jetzt sagen würde, ich könnte auf jeden Fall jetzt schon mal die Features hier anwählen, programmieren lassen. Aber ich mache das dann alles nachher zusammen. Wir können jetzt hier auch Bugs entfernen, schon mal. Das sind 618. Das kostet natürlich auch alles seine Zeit. Nochmal 380.000. Sehr gut. Das Geld kommt rein und wir ziehen um. Und ich will jetzt nicht sagen, aber ich glaube, wir haben 41, haben wir 41 Features in unserer... Moment, da muss ich... Nein, da fehlt noch ein. Also ein Feature können wir noch entwickeln. Und erinnert mich bitte daran, dass wir dann
auch den Namen nicht auf Plus 8, sondern auf Final ändern, weil danach kommt keine Features mehr. Und der nette Herr möchte sich wieder setzen, da ist er müde. Dann soll er sich setzen. Kann ich mit leben. Der Game Boy Advance, Quatsch, der Game Joy Advance oder Color, weiß ich jetzt gar nicht, wurde vom Markt genommen. So, dann haben wir 120.000 für die Spieletechnik oder Spielmechanik. Die haben wir noch rüber. So, wieder ein Angebot. Puh. Knicken, Jungs, machen wir nicht mit. Da ist die perfektionierte KI. Und das ist hiermit auch die letzte. Die letzte Forschung, die wir hier einbringen können. Alle anderen Forschungen haben wir damit. Ich werde gleich noch die perfektionierte KI erforschen. Mit ihm hier. Und werde ihn dann auch dran setzen. Langsam mal das Gameplay zu verbessern. Und wenn Run dann fertig ist, werde ich den Schreibtisch hier aus der Forschung entfernen und hier reinsetzen, dann kann er mithelfen. Da muss ich nicht unbedingt noch einen kaufen. Weil man kann die Schreibtische glücklicherweise hin und her schieben. Überall, wo nur ein Schreibtisch gebraucht wird, ist es so möglich. Spart man sich auch noch ein bisschen Geld. Wie gesagt, hier stehen jetzt auch zwei Stück brach, aber ich habe es halt satt, eben das Umziehen und ja, ihr seht es auch, jetzt muss ich da einen annehmen, dann den hätte ich eigentlich gar nicht gebraucht hier unten, aber komm, kann man nicht wissen. So, was haben wir hier? Okay, SimTV, das wäre vielleicht noch was mich interessieren könnte. Es ist nur ein Wirtschaftsspiel, Untergenres nicht vorhanden. 44% Gewinnbeteiligung, wir müssten 272.000 dafür hinblättern und das Ding produzieren. Wenn wir vielleicht dann auch ein paar Bugs entfernen, ein paar Patches reinbringen, denke ich mir mal, so Feature 150.000, dann denke ich mir mal, würden wir das auch ohne Probleme im Verkauf hinkriegen, aber wie gesagt, die Verkauf besteht immer noch aus Marketing, Lagerhaltung und Produktion. Marketing und Produktion kostet Osche und Lagerhaltung ist natürlich dann auch erstmal das Lager zu erbauen. Das ist jetzt noch nicht mein Fall. So, wir sehen noch eine verkaufte Engine. Das heißt, da weiß ich, da kommt gleich wieder Kohle rein. Das machen wir eben noch fertig hier. So, wunderbar. Perfektionierte KI machen wir auch noch und dann programmieren wir noch. So, Gameplay verbessern. Ich kann jetzt schon mal alles anwählen. Ihr seht, es kostet mich dann 230.000. Aber ganz ehrlich, das ist es mir wert. Das mache ich auch. Das rennt ja nicht weg. So, ihr seht hier, dieser Bürobereich hat jetzt Einfluss auf dieses Spiel. Es ist ja auch möglich, beispielsweise dann verschiedene Bereiche zu haben, später, wenn man ein bisschen mehr Platz hat. Wo man dann sagt, man programmiert vielleicht zwei Spiele parallel. Und dann kann man hier vielleicht sagen, ich möchte dieses Spiel und ich möchte dieses Spiel. Und aus diesem möchte ich dann dieses Spiel ein bisschen beeinflussen. Aber, naja, so weit bin ich noch nicht. Ich habe es bis jetzt immer gemacht, dass ich ein großes Büro für alle hatte, damit das Entwickeln schneller geht, wo ich dann alle reingesetzt habe. Es gibt auch den Erfolg, dass man 100 Mitarbeiter anstellen sollte. Habe ich bis dato auch noch nicht geschafft. Und, ja, aber es wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Sorry. 425.000, nochmal drauf. Sehr gut. Sehr gut. Er braucht aber länger zu programmieren. Ach ja, der ist ja auch noch nicht so fit. Natürlich, der ist ja noch nicht so fit. Run ist ja da schneller an der Stelle. Das ist schon richtig. Gut. So, damit würde ich hier sagen, updaten wir die alte Engine. Machen daraus dann 85.000. Gehen hier auf 22% drauf und sagen hier dann Final. Also die letzte Edition, die es überhaupt gibt. Gehen hier mal auf 2000. Das ist ein kleiner Preis, aber das zahlen sie. Also 22% ist dafür eigentlich noch nichts. Ich könnte jetzt auch locker auf 25, auf 24, sagen wir bei schwer ist es auf jeden Fall auf 29% machbar. Ich gehe jetzt hier auf 23%. Das ist immer noch gut, würde ich persönlich sagen. Und dann updaten wir die jetzt.
Und nachdem wir die geupdatet haben, da ist sie wieder verkauft. Nachdem wir die geupdatet haben, der kriegt jetzt hier auch noch Programmierung, glaube ich, nur hinzu, oder irre ich mich jetzt? Müsste ich jetzt lügen, aber ich sehe nur aufsteigende Werte in Programmierung. Jetzt sitzt er wieder doof rum und macht wieder nichts. Ja, ja, er steigt nur in Programmierung auf. Ja, und wir haben jetzt hier leider Gottes, haben wir jetzt hier einen Auftrag, den wir wieder nicht machen können. Aber das ist mir jetzt ganz ehrlich nicht egal. Aber ich lege es jetzt drauf an. Ich werde es nicht wechseln. Ich werde es ihn nicht hier rüberziehen. Ich werde es nicht rausziehen. 570.000 haben wir oben drauf. Sehr gut. Wir werden auf jeden Fall gleich umziehen. Ich weiß auch genau, wo ich hinziehe. Jetzt will er wieder sitzen. Also der hat wirklich ein Bedürfnis zu sitzen, glaube ich. Zu faulenzen. Jetzt sitzt er wieder. Also Run sitzt wieder. Und das ist halt das Problem. Wenn du so Spiele hast wie so Entwickler hast, Entwickler sagst du, so Sachen hast, die hier, die du eigentlich gar nicht, minus 37, naja, gut, kannst nichts machen, so Sachen hast, die du eigentlich gar nicht brauchst, wieder eine verkaufte Engine, sehr gut, die du jetzt halt noch nicht brauchst, aber die du halt dann hast, ja, ist schon ärgerlich. So, was geht am schnellsten und kostet, ist am meisten, bringt am meisten, die machen wir fertig, zack. Ihn machen wir fertig. Zack. Ihn machen wir fertig. Und den letzten machen wir auch noch fertig. Das war jetzt gutes Training für den Kleinen hier. Ihr seht, der Steck ist auch wieder ein bisschen auf. So, ich habe genug Geld, um eine eigene Spielekonsole zu entwickeln. Dem glaube ich nicht. Entschuldigung. Wie gesagt, mein Hals ist noch ein bisschen schwierig. Spielekonsolen entwickeln. Ich kann es euch gerne mal zeigen. Wir wollen jetzt mal eine bessere Konsole entwickeln. Wir müssen allein schon 5 Millionen für den Chipsatz hinblättern. Können natürlich auch klein anfangen, aber wollen wir nicht. Wir wollen erstmal das Beste vom Besten. 5 Millionen für den Chipsatz, 10 Millionen für den Controller. Haben dann hier noch die Blue Disc. Die ist jetzt noch die Final Disc. Da kommt noch eine bei. Die kostet dann nochmal 7,5 Millionen. Hier haben wir 8 Millionen. Ja, und hier hinten haben wir dann auch mal 7,2 Millionen. Also, ich glaube nicht, dass wir schon eine Konsolenforschung entwickeln können. Also eine Konsole entwickeln können. Zumal uns hier die Konsolenentwicklung auch ordentlich Asche kostet. Denn die kosten mal eben 320.000. Und alleine, damit ist es ja nicht getan. Wir haben hier noch die Konsolenentwicklung. Wo ist sie denn? Die Geräte dafür. Finden sie wieder nicht da. Und die kosten mal eben 36.000 pro. Und dementsprechend, vergiss es, leck mich am Arsch. Konsolenentwicklung machen wir erstmal ganz, ganz, ganz später. Oh, er ist fertig, sag ich gerade mal. Okay, pass auf. Features haben wir keine. Sonstiges erforschen könnten wir jetzt mal machen. Überleg gerade, macht das Sinn? Nein, wir brauchen hier nur programmieren. Dann programmierst du jetzt. So, dadurch steigen ja auch seine Fähigkeiten noch auf. Wahrscheinlich nur im Bereich Programmieren jetzt hier, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber, ne? Das braucht aber länger, wa? Naja, macht nichts. Gut, die Aufgabe nehmen wir noch mit. Die bringen ihn hier auch wieder rauf. Wir müssen hier nachher auch noch Bugs entfernen. War noch gewünscht. So, ihr seht, wir haben schon 11 von 21 Freischaltungen. Ist gar nicht mehr so schlecht. Genau, speichern. Das ist eine gute Idee. Das mache ich jetzt auch nochmal auf meinem Safe Game Nummer 3. Sicher ist sicher. Und wir haben nochmal knappe 500.000 an Gewinn gemacht durch unsere Engine. Ich weiß jetzt nicht, wurde die Final Engine eigentlich schon mal verkauft. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube nämlich nicht. Ja, und da rennt der Kollege wieder zu seinem komischen Stuhl. Während ich jetzt hier doof aus der Wäsche gucke und warte, dass er dann mal das Ding fertig programmiert. So, und da haben wir noch eine Auftragsarbeit. War ja irgendwie klar. Aber ist auch gut so. Irgendwie fehlt mir dieses Plop-Geräusch gerade, kann das sein? Habe ich denn irgendwas ausgestellt vorhin? Soundtechnisch? Eigentlich nicht. Quatsch, da kann ich es eigentlich nicht ausgestellt haben. Wir überlegen mal, ob wir eine Convention besuchen sollten. Ja, die können wir wieder anschalten. Dadurch kriegen wir nicht Fans, wenn wir eine Convention besuchen.
Und die müsste im Monat 6 wieder kommen, das heißt, es ist auch nicht mehr so lange hin. Für 100.000 kriegen wir das noch hin. Wir entwickeln ja gerade noch ein Spiel. Ich denke mal, das machen wir. Dann verkauft sich das Spiel danach auch ein bisschen besser. Und ja, wie gesagt, die Plop-Geräusche fehlen mir gerade. Ja gut, was heißt fehlen mir gerade? Sie sind halt gerade nicht da. Ich bin jetzt nicht böse darüber, weil es geht einem richtig am Sack. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso sie jetzt nicht da sind. Aber das passt schon so. Das Piepen alleine reicht ja auch. Und wie wir sehen, haben wir schon wieder einen Auftrag. Das gibt's doch nicht. Na, ich sag ja, gerade dann, wenn man es nicht gebrauchen kann, dann kommen die großen Aufträge rein. Oder die Masse der Aufträge rein. Ja, so sieht's aus. Aber meine Engine wird nicht verkauft, oder? Sehe ich das falsch? Sehe das richtig? Ja, würde ich sagen. Also, ich würde meine Engine jetzt einfach mal um 1% reduzieren und gucken, ob sie sich jetzt verkaufen lässt. Ich hoffe es natürlich, dass sie jetzt verkaufen lässt. So, da haben wir ihn. Wir machen jetzt einen kleinen Mittelstand. Es kostet uns 100.000. Wir wählen jetzt ein Spiel. Superrunner 1. Das ist direkt noch Promotion dafür und wir kriegen jetzt so vielleicht um die 12.000 Fans. Naja, okay. Gut. Mit den 12.000 Fans können wir noch nichts anfangen. So, ich habe jetzt viele treue Fans. Wir sollten jetzt langsam ein Support-Team an... Ja, bla bla bla. Aber es passt hier leider nicht mehr rein. Weil ich jetzt etwas beschissen gebaut habe und wir eh bald umziehen werden, lassen wir es so. Ist auch nicht schlimm, wenn wir jetzt schon die Fans haben. Die tun jetzt nicht weh. Ja, irgendwann später werden die Fans dann unglücklich, wenn es viele Fans sehen, werden die Fans unglücklich, weil halt keiner da ist, der die Anrufe beantwortet. So, wieder ein Auftrag. Gut, dann... Du reckst dich zwar gerade, aber es ist mir wurscht. Jetzt setzt du dich wieder hin und da haben wir's. Da hat jemand unsere Engine gekauft. Das heißt, 22% lassen wir mal drin. Und ich sagte dir gerade, die Aufträge kommen genau im richtigen Zeitpunkt. Nämlich genau dann, wenn du sie nicht gebrauchen kannst. Aber dieses kostenlose Training nehmen wir auf jeden Fall mit. Und ihr seht schon, die Grafik- und Soundpunkte von ihm hier sind auch schon um einiges gestiegen. Bieten sie uns jetzt hier dafür einen Mist an. Wenn wir knicken. Machen wir nicht. Machen wir nicht. So, ich denke mal, wir werden auch noch gleich die nächste Convention machen. Convention sage ich schon. Ja komm, du reckst dich jetzt nochmal, setz dich wieder hin, machst das Ding noch zu Ende bitte. Super, gut, Auftragsarbeit. Also das Ding meint sich jetzt der grüne Balken da oben, der da oben drüber ist. Sehr gut. Gut, dann... Mal gucken, das ist jetzt immer noch hier das zweite Level, glaube ich, müsste das sein, ne? Ja, das war das zweite Level. Jetzt hier Performance. 451.000 haben wir gewonnen. Jetzt heißt es natürlich nicht, das war, glaube ich, die aktuelle. Und da wurde sie nochmal lizenziert. Das ist gut. Das ist immer gut. Da freuen wir uns, da haben wir Spaß dran. Jetzt kommen auch die Aufgaben, wo langsam wieder ein bisschen länger wir brauchen, wo wir richtig Asche für kriegen. Die bringen natürlich auch ein bisschen mehr in dem Fortschritt dann, wenn wir länger brauchen zu programmieren. Je länger man dran setzt, desto mehr lernt man halt. Jo, schon 1400 Bugs drin. Die müssen wir noch entfernen mit zwei Leuten, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. So, Auftragsarbeit. Zack. Wieder ein bisschen was lernt. Immer gut. Und da sitzt er wieder. Und da kostet er uns 5.000 Ocken. Ja, kostet er uns. Ich koste 6.500 mittlerweile. Ja, okay, ich bin auch schon fast auf Maximum, ne? Büroarbeit noch und dann gib ihm. So. 8.000, kleiner Auftrag. Wieder mitgenommen. Und so langsam kommen wir im Bereich, wo ich sage, jetzt ist der kleine Messestand wieder da. zack, und das werden das vielleicht für 13.000 Fans sein, die wir kriegen. Jo, sag ich doch, wir kriegen immer ein bisschen mehr. 26.000 Fans ist immer gut. Nie schlecht fürs erste Spiel. Niemals schlecht. So, 440.000 bei 20%. Das ist schlecht, dass die Fans jetzt schon so abspacken.
Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber klar, wir spielen auf Legendär. Okay, das heißt für mich, da will ich gar nicht hin, das heißt für mich, ich mache jetzt einfach nochmal die Mad Games Convention aus, weil ich will jetzt nicht noch mehr Fans gewinnen. Ich will die einfach jetzt hier also auf 26.000 Fans belassen, weil die sinken jetzt auch, wie ihr seht, ja. Irgendwann werden die Fans dann hoffentlich wieder glücklich werden, obwohl ich keinen Support habe. Aber ich kann jetzt halt nichts mehr machen, außer zu warten, dass die auf einem Level sinken, wo die jetzt wirklich nicht mehr ja, die sinken kontinuierlich, wie man gerade sieht, ne? Auf Legendär ist das wohl etwas schwieriger als auf Wer. So, zwei Angebote für Müll und Müll. Wollen wir nicht. Ja gut, solange mir nur die Fans einbrechen, kann ich damit leben. Natürlich werden die Verkaufszahlen noch nachher stimmen. Wir haben jetzt noch Fans. Und ich hoffe, dass irgendwann ab einem gewissen Grad die Fans dann auch wieder glücklicher werden, weil halt nicht so viele Fans da sind. Also bei den 12.000 eben haben wir gesehen, ne? Das dauert ja Ewigkeiten. Schade, ich muss ein Support hinbauen. Gut, aber kann man aber nicht wissen. Ist das mein erstes Mal auf Legendär? Nächstes Mal weiß ich Bescheid, dass ich dann auch mal für die Fans direkt schon mal anfangen, irgendwie einen Support hinsetzen kann. Personal einstellen. So, da gucken wir nochmal rein. Aha, guckt an, wir sehen, wir haben hier einen mit LAN und einen mit Jump'n'Run. Er wird doch gerne genommen. Sehr gerne. Wird er genommen hier. Auch wenn er nicht wirklich viel kann. Aber ihn stellen wir ein. Wir haben keine Bedingungen für ihn. Für Charlie 1J würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Aber eingestellt. Sehr gut. So, zack. Ich habe jetzt mehrere Mitarbeiter. Jetzt kann ich mir einen Aufenthaltsraum bauen. Muss ich aber nicht. So, ich ziehe jetzt diesen Schreibtisch hier um. Er kommt jetzt dahinter. Damit kann er jetzt auch mithelfen hier beim Programmieren und lernt vielleicht auch noch was. Jetzt habe ich zu einer Forschung keinen Schreibtisch mehr drin, aber das ist nicht schlimm. Da ich hier im Moment eh nichts mehr erforschen muss. Und hier werde ich auch im Moment nichts erforschen. Das werde ich dann später machen, wenn ich da drüben bin. Ja. Beziehungsweise, ich kann es gleich wieder so machen, dass ich die beiden wieder rüberschiebe, die beiden Schreibtische. Und dann werden wir gleich hier noch ein bisschen, und wir sehen wieder eine Auftragsarbeit. Und genau deshalb habe ich diesen Schreibtisch da nicht weggenommen, sondern den anderen. Während er jetzt hier noch ein bisschen am Programmieren ist. Ja, Kleinvieh macht ja auch Mist. Will er sich wieder hinsetzen, ist ja klar. Okay, ich glaube, die müssen sich wahnsinnig oft jetzt hinsetzen. Das ist jetzt irgendwie nicht so schön, wieder scheiß Spiele im Angebot. Oha! Okay, da habe ich kurz die Zeit aus den Augen verloren. Gut, wir sehen, wir sind immer noch gut dabei. Wir entwickeln das Spiel immer noch gut. 66% fertig entwickelt und dann noch hier unten die Features da reinbringen, die Bugs entfernen. Das schaffen wir schon irgendwie. Ich denke mal danach, nach dem Verkauf oder während des Verkaufs werden wir noch ein paar Forschungen durchjagen mit zwei Schreibtischen. Bei mir schaffe ich da nicht reinzustellen in diesen in dieses Büro. Und wie gesagt, zwei Forschungen werden wir noch durchjagen. Und dann sehen wir uns auch, wie gesagt, jetzt zur nächsten Folge wieder. Heute müsste Samstag sein. Damit ich wünsche euch noch einen schönen Samstagmittag oder Nachmittag oder halt Abend, je nachdem, was ihr noch vorhabt. Ich muss mal gucken, was ich heute Abend mache. Bin auf morgen gespannt und freue mich auf die morgige Folge, die ich jetzt natürlich noch aufnehmen werde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wie gesagt, und bis morgen und macht's gut und das Übliche. Ja, ne? Ja. Ich finde kein Ende, ihr seht das schon. Ich mache mich jetzt weg und tschüss.